Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, und wir haben unseren Agenten ja abgeschlossen im großen Finale. Dann gab es eine Star Wars Republic Stronghold Show und jetzt sind wir wieder hier. Denn uns fehlen ja noch die ganzen Gefährtendialoge. Wie immer machen wir das am Ende der Reihe, damit wir das nicht so zwischendrin verteilt haben, sondern wenn man sagt, okay, ich interessiere mich jetzt für Kallio beispielsweise, dann gucke ich mir jetzt einfach die erste Hälfte dieses Videos an. So, der Gedanke dahinter. Und deswegen machen wir das heute auch. Ich freue mich und werden wahrscheinlich wieder zwei Folgen werden. In der ersten wahrscheinlich wieder Kallio und der zweite Gefährte war Vector. Und in der dritten Folge dann die anderen drei Gefährten. Und wir haben tatsächlich auch keinen Gefährten dabei, wo wir viel lesen müssen. Das ist auch sehr cool, weil alle Basic sprechen. Das hat man auch sehr selten bei den Gefährten, weil immer ist irgendeiner dabei, die wenig sagt oder die dann immer sehr viel, wo man sehr viel lesen muss. Zum Beispiel beim Bounty Hunter halt mit den Jawas und so. Aber hier können wir alle perfekt verstehen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit, also verstehen zumindest vom Reden her, ob wir sie inhaltlich verstehen, stellt sich noch raus. Genau, wir fangen mal an mit Kallio, wenn ich sie finde. Da ist sie angelehnt, genau. Dann wollen wir mal. Ich glaube, meine Stiefel sind in Gestank von Hutta los. Ich hätte noch ein paar mehr Tritte austeilen sollen, solange er noch frisch war. All diese Zeit im Sumpf. Ihr wollt doch sicher gar nicht nach Hause und lieber Nemro Gesellschaft leisten. Wenn ich Sehnsucht nach dem Hutten bekomme, wird er mich wieder aufnehmen. Aber bis dahin, wir zwei gegen die Galaxis. Nur Schweiß, Blaster und jede Menge Spaß. Wir brauchen wirklich bald etwas Zeit für uns allein. Gebt mir einfach Bescheid, Agent. Ich bin für alles zu haben. Habt ihr mich verstanden? Imperiale Rationen sind widerlich. Dabei habe ich ein Jahr lang von Maden und Wein für 2 Credits die Flasche gelebt. Wenn die euch nur so ein Zeug geben, ist das kein Wunder, dass ihr alle so steif seid. Ich wurde im Reich der Chiss erzogen. Bei uns gab es keine imperialen Rationen. Schön, ihr seid blau, aber ihr wirkt trotzdem wie ein Imperialer. Hey. Nur eins verstehe ich nicht. Ihr habt sowas wie Mumm und Stil. Ihr seid nicht genau wie sie. Aber trotzdem spielt ihr brav den Handlanger fürs Imperium. Statt was Besseres zu tun. Was auch immer. Ich könnte euch darauf hinweisen, dass für euch dasselbe gilt. Ihr meint, ihr könntet der Frage ausweichen. Ich bleibe nur lange genug dabei, um unterzutauchen, ein paar Credits zu verdienen und ein paar persönliche Angelegenheiten zu regeln, bei denen ihr mir helfen könnt. Dann bin ich weg. Wer weiß? Wenn wir Spaß zusammen haben, ändert ihr möglicherweise eure Meinung. Ich habe Spaß mit euch, Agent, aber nicht so viel Spaß. Ihr wolltet mit mir reden? Was? Ja, tut mir leid, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich war abgelenkt, habe über zu Hause nachgedacht. Ihr habt mir nie erzählt, woher ihr stammt. Ein roter Klumpen Dreck von einem Planeten, weit draußen in der Nähe der unbekannten Regionen. Das Leben auf Ratatak war armselig. Die Leute sind primitiv, leben in Höhlen und stehen auf blutige Stammesfäden. Ich wurde mit 12 fast zu Tode gesteinigt. Da ist mir klar geworden, dass ich da raus musste. Das müsst ihr mir erklären. Wenn ihr gesteinigt sagt. Ich wurde beworfen. Mit faustgroßen Steinen. Mein Vater stammte aus einer verfluchten Familie. Was bei unserem Stamm so viel heißt wie, wir wollen dein Land. Na, also irgendein Urgroßvater meinerseits war ein Kriegsherr. Erobere ein paar Stämme und du bist der Kannibalendämon des Gipfels. Deshalb enden die meisten Völker als Sklaven des Imperiums. Die meisten Völker haben keine Zähne. Wie ich schon sagte, ich konnte nicht bleiben. Das Schiff eines Spice-Händlers hat mich mitgenommen. Ich dachte, in der großen, zivilisierten Galaxis würde es schon einen Platz für mich geben. Ich dachte, man würde mich akzeptieren. Ich musste hart werden. Ihr müsst nicht hart sein. Ich bin für euch da. Alles, was ihr braucht... Könntet ihr wohl kurz mal damit aufhören? Ich versuche euch etwas zu erzählen und ihr rückt mir auf die Pelle. Vergesst einfach, dass ich was gesagt habe. Sorry. Jetzt haben wir schon gedacht, dass es bei ihr nicht gut ankommt. Wenn man in dem Moment cool ihr verbranntes Fleisch riecht, dann sind das meine Finger. Meine Waffe hat sich im letzten Kampf überhitzt. Ein Schuss, ein Treffer. Wo habt ihr eigentlich so schießen gelernt? Es war Teil meiner Ausbildung.
Ich kann euch Übungen zeigen, wenn ihr wollt. Nein, danke. Ich feuere lieber mehr als einen Schuss die Minute. Mir hat eine Freundin das Schießen beigebracht. In meinem ersten Jahr nach Ratatak. Ich war ein Wrack. Ich traf Ans Bichel auf einem Trampfrachter. Sie war auch auf der Flucht. Wir haben einen Handblaster gestohlen und ihn uns geteilt. Ihr sagtet, ihr Name war Ans Bichel? Ein Twi'lek-Name. Sie sprechen es sicher leichter aus. Sie hatte Verbindungen zu Banden. Einmal haben wir die Laderampe eines Schiffs überfallen. Wir wollten alles verkaufen. Allerdings war es ein Exchange-Schiff. Syndikatkram. Wir hatten gerade die Kisten aufgebrochen, als uns das klar wurde. Wir waren also so gut wie tot. Mit einem einzigen Handblaster standen eure Chancen nicht gerade gut. Das Einzige, was uns einfiel, war, dass ich alles in Brand setze, während Ansby sich einen Dockarbeiter schnappt. Dann haben wir auf die Exchange gewartet. Als die Vollstrecker endlich auftauchten, haben wir den Dockarbeiter dafür verantwortlich gemacht und gesagt, dass wir ihn aufhalten wollten, um zu beweisen, dass wir das Zeug zur Exchange haben. Sie haben es geschluckt. Was geschah mit dem Mann, den ihr reingelegt habt? Oh, Ansby hat ihn erschossen, damit er uns nicht verpfeifen konnte. Es war lustig mit ihr. Wenn wir ihr jemals über den Weg laufen, sollten wir was zusammen unternehmen. Das wird der Spaß des Jahrhunderts. Ja, klingt sehr sympathisch, dieser Ansby. Agent, wir müssen reden. Ich habe Neuigkeiten aus der Zitadelle. Eure Freunde haben endlich ein Versprechen eingelöst, das sie mir bei meinem Eintritt gegeben haben. Ihr habt Freunde in der Zitadelle? Ein Ex-Wächter hat die Nachricht geschickt, aber darum geht es nicht. Ich hatte darum gebeten, Ans Bichel aufzuspüren. Eine alte Freundin von mir, von der ich euch schon mal erzählt habe. Wir lernten uns kennen, nachdem ich Ratatak verließ. Das letzte Mal habe ich sie gesehen, als sie mir das Leben gerettet und mich nach Hutta gebracht hat. Ich bin ihr eine Menge schuldig. Und jetzt steckt sie in Schwierigkeiten. Welche Art von Schwierigkeiten? Sie hat sich mit ein paar Exchange-Typen auf Nar Shaddaa angelegt. Im Bericht steht nichts Genaueres, aber ich kann mir schon vorstellen, was passiert ist. Ich muss dorthin, die Exchange-Typen erledigen und das Mädel retten. Ihr solltet mitkommen. Angenommen, ich helfe euch, eurer Freundin zu helfen. Gibt es danach eine Feier? Oh, ja. Ich habe sogar eine Überraschung geplant. Sie wird euch gefallen. Ach, jetzt ist es in Ordnung. Okay, ich merk's mir. Wir gehen mal über die Festung. Ich glaube, das ist am günstigsten. Gut, oder über Aktivitäten hätte man auch gehen können. Okay, wir waren noch nicht einmal mit dem Charakter. Ja gut, warum soll ich mit dem Charakter groß auf die Festung gehen? So, wo müssen wir denn überhaupt hin? In welchem Bereich? Steht es hier irgendwo dabei? Natürlich nicht. Oh ne, nicht schon wieder begib dich nach Nar Shaddaa. Dieses Spiel nervt. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Koreanischer Sektor. Ist einfach gleich. Die Taxiplattformen sind geöffnet. 1000 Credits mehr kostet. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich kein Geld hätte, aber man muss ja auf seinen Groschen achten, ne? Thank you.
So, da hinten ist es das Lager oder der Restbereich. Ich erschrocken jetzt. Fast gegen die Wand gefahren. Sudden Music Drop. Jetzt aber nichts wie hoch. Das ist wohl der Großteil der Bande. Hey, Ansby, verschwinde von hier! Du rettest mich? Was bin ich, deine Prinzessin? Wenn du eine Prinzessin wärst, dann wärst du vielleicht etwas wert. Na, sehr authentisch. Sei still und gib mir eine Waffe. Wer ist das? Ich habe Kalio Nemro dem Hutten abspenstig gemacht. Seitdem sind wir zusammen. Nemro, hm? Wie lange warst du bei ihm? Lange genug. Ihr kamt übrigens gerade rechtzeitig. Sie wollten mich gerade an einem Holoschild braten lassen. Schnapp dir deine Sachen und triff uns am Raumhafen. Ich kann dir eine Mitfahrgelegenheit besorgen. Eure Freundin ist schön, aber sie kann euch nicht das Wasser reichen. Natürlich nicht. Erinnert ihr euch, dass ich sagte, ich hätte eine Überraschung? Auf Ansby Shell steht ein Kopfgeld. Wir haben sie gerettet, sie gehört uns und jetzt verkaufen wir sie. Wir sind auch hergekommen, um sie zu retten. Sie hat auch euer Leben gerettet. Hat sie. Wollt ihr auch wissen, wie? Sie hat mich in eine Kiste gesteckt und nach Hutter geschickt. Ich habe 12 Wochen im Dreck verbracht und für einen Chemiefarmer gearbeitet. Sie hat mich gedemütigt. Dafür bin ich ihr auch was schuldig. Ich hatte von Anfang an Bedenken, was diese Mission anging. Nun stellt sich heraus, dass ihr mich hintergangen habt. Ihr müsst gar nichts tun. Ich werde mich um alles kümmern und ihr bekommt die Hälfte vom Gewinn. Sie wird so oder so im Hangar warten. Denkt darüber nach. Sympathische Freundschaft auf jeden Fall. Wenn du dir hier Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Toll gemacht, Kalio, wirklich. Season Quests machen, aber ich mache nicht mehr alle 7 jede Woche, weil die ist eh lange genug und dann war ich immer so schnell fertig mit der Season und hatte nichts mehr zu tun. Das ist jetzt immer ein bisschen langsamer angehen und mache dafür nur die paar Missionen, die wirklich leicht sind und die mir einfach Spaß machen. Ich will halt nicht so richtig irgendwie meinen Klicken. Ich finde meine Buttons noch nicht schnell genug. Hey, du hast es geschafft? Ja, bin einem von Senios Leuten über den Weg gelaufen. Er hat jetzt eine Narbe, aber er atmet noch. Eine Mitfahrgelegenheit hört sich gut an. Gib mir 20 Minuten. Ich kümmere mich darum. Leistet ihr Gesellschaft. Ich bin bald zurück. Ich weiß die Hilfe wirklich zu schätzen, aber... Darf ich euch etwas fragen? Diese Rettungsaktion ist nicht das, wonach es aussieht. Kalio plant, euch an einen Kopfgeldjäger zu verkaufen. Das hätte ich mir ja denken können. Ach, sie hat sie nicht alle. Sie gibt euch die Schuld daran, was ihr auf Hutter widerfahren ist. Sie lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Hat sie euch die tragische Geschichte erzählt, wie sie Ratatak verlassen und mich getroffen hat? Nichts davon ist wahr. Wir haben uns vor 1 Jahr getroffen und bis dahin war sie immer allein. Ich muss gehen. Glaubt nichts von dem, was sie sagt.
Also, wo ist sie? Ich will den Kopfgeldjäger nicht warten lassen. Sie muss wohl irgendwo hingegangen sein. Sie kommt bestimmt zurück. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr habt sie gehen lassen. Ihr habt sie gehen lassen! Jetzt ist sie weg und denkt, sie wäre besser als ich. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr schleift mich für eine Rettungsmission hierher. Dann sagt ihr mir, dass wir eine Frau an Kopfgeldjäger verkaufen. Schön, Agent. Das nächste Mal werde ich nicht fragen. Sehr gut. Zeige ihr, wo die Banner hängen. Nee, also bei Menschenhandel waren wir nicht nur mit, vor allem nicht aus irgendwelchen so niederen Beweggründen wie billige Rache oder so. Wisst ihr noch, wie ich ans Bichel an einen Kopfgeldjäger verkaufen wollte und ihr sie gehen lassen habt? Ich hoffe, das war's euch wert. Ich konnte den Käufer endlich davon überzeugen, dass wir ihn nicht reinlegen wollten. Habt ihr eigentlich viel mit Ansby geredet? Geschichten von früher erzählt? Vielleicht über mich getratscht? Sie sagte, ihr wärt eine notorische Lügnerin und dass ihr euch erst letztes Jahr getroffen habt. Wundert mich gar nicht, dass sie so etwas gesagt hat. Sie hat sie nicht alle. Die ganze Sache hat mich nachdenklich gestimmt. Ich hatte über die Jahre viele Partner. Sie, Nemro, einen Kerl namens Rawl, der republikanische Versorgungsschiffe entführt hat. Er hatte Credits und Mumm in den Knochen. Könnt ihr da mithalten? Müsste ich wetten, würde ich sagen, dass Rawl nicht so aufregend war wie ich. Ansonsten wärt ihr ja noch bei ihm. In Ordnung, dann wäre das geklärt. Trotzdem ist es seltsam, dass ich nach all diesen üblen, cleveren und reichen Leuten bei euch gelandet bin. Wir brauchen alle mal eine Pause vom Lotterleben. Das war nur ein Witz, Agent. Vom Lotterleben. Ein Spaß. Ihr müsst lockerer werden. Die 80 haben angerufen und wollen ihre Wörter zurück. Ist ja geil, Lotterleben. Hey, Agent. Seht euch das an. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Woher auch? Kalio Janis und ihre Twi'lek-Partnerin wurden dabei gesehen, wie sie die Exchange auf Nar Shaddaa überfallen haben. Soll ich wirklich glauben, dass ihr keine Rache wollt? Ich will ihren letzten bekannten Aufenthaltsort. Sofort. Ich liebe es. Hört ihr das leichte Zittern in seiner Stimme? Er ist so hinreißend. Er spricht euren Namen mit einer gewissen Zärtlichkeit aus. Yal und ich kennen uns schon lange. Sobald ich irgendwo mein Gesicht zeige, fängt er an, Leute zu foltern, um mich aufzuspüren. Seit unserer Trennung auf Fastin ist er wie besessen von mir. Für einen Waffenhändler ist er ziemlich süß. Ich fühle mich richtig begehrt. Wie seid ihr überhaupt an dieses Holovid gelangt? Tja, ich habe auch so meine Quellen. Und diese hier steht Yal ziemlich nahe. Sollte er mich aber wirklich finden, müsste ich mich entscheiden. Gehe ich zurück zu diesem schrecklichen, gemeinen Mann? Oder bleibe ich bei dem, den ich habe? Bleibt bei mir. Ihr werdet es nicht bereuen. So viele Versprechen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die nächste Aufzeichnung können wir gemeinsam ansehen. Juhu, Filmabend. Hey, wenn ihr erraten könnt, wer mit Nemro dem Hutten gesprochen hat, schuldet ihr mir einen Drink. Wenn ich richtig rate, schulde ich euch einen Drink? Es war den Versuch wert. Der Verbrecherboss und ich haben ein altes Geschäft zu Ende gebracht. Lange Geschichte. Aber er hat etwas Interessantes ausgeplaudert. Erinnert ihr euch noch an Yal? Waffenhändler und mein größter Fan? Er hat zu vielen meiner ehemaligen Geschäftspartner Kontakt aufgenommen. Einschließlich Nemro. Warum genau habt ihr mit Nemro dem Hutten gesprochen? Jetzt seid nicht so neugierig. Das Problem ist folgendes. Jetzt, wo Yal mit offenen Karten spielt, wollen einige meiner Ex-Partner, und zwar die, die nicht gut auf mich zu sprechen sind, mich vor Yal in die Finger kriegen. Wir reden von Leuten, die schon seit Jahren darüber hinweg sein sollten. Ich habe wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ihr habt ganz schön viele Feinde. Was genau habt ihr getan? Ich werde keine Liste machen, aber der erste, der mir einfällt, ist ein Kartenspieler namens Tartigal. Nicht sehr mutig, aber er war reich und niedlich. Wir haben das Leben in vollen Zügen genossen, bis ich ihm das Herz gebrochen habe.
Wahrscheinlich heuert er irgendeinen Straßenschläger an, um mich zu finden. Tatigal, Kartenspieler. Fallen euch noch andere Namen ein? Von Yal und Rawl wisst ihr ja bereits. Und mit Nemro habe ich keine Probleme. Ich sage Bescheid, sobald ich mehr weiß. Wir müssen uns wohl wirklich um die Sache kümmern. Ihr bringt ganz schön viel Arbeit mit auf Arbeit. Hört zu, wir haben ein Problem. Ich habe euch doch von meinen Ex-Partnern erzählt, die seit Neuestem hinter mir her sind. So weit, so gut. Damit würde ich ja klarkommen. Was aber weniger gut ist, sind irgendwelche Kopfgeldjäger, die hinter mir her sind. Ihr wisst, dass die meisten Leute solche Probleme nicht haben? Ja, das weiß ich. Der Typ heißt Die Rache. Hab nie mit ihm gearbeitet, war nie mit ihm zusammen und hab noch nie von ihm gehört. Er ist mir auf den Fersen, scheint ein erfahrener Duellant zu sein. Wahrscheinlich will er mich an den Meistbietenden meiner Ex-Partner versteigern. Ihr wolltet ans Bichel auch versteigern. Dabei ging es um was Persönliches. Das Geld war nur ein Bonus. Wir müssen etwas unternehmen, ein wenig aggressiver werden. Seid ihr dabei? Sagt mir, was ihr braucht und ihr bekommt es. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich melde mich, sobald ich einen Plan habe. Wir beide, wir kriegen diese Leute. Hey, ich weiß, ich war beschäftigt, aber wolltet ihr mir nicht noch einen Drink ausgeben? Nein. Ich habe euch nie einen Drink versprochen. Aber ich wette, ihr wollt es. Ich weiß schon, wie das auf euren Einsätzen mit Frauen läuft. Ihr spielt den Profi, gewinnt ihr Interesse und haut dann einfach wieder ab. Vor mir könnt ihr nicht einfach so abhauen. Wie gefällt euch das? Wieso sollte ich abhauen, bevor wir uns jemals nahe gekommen sind? Genau das habe ich auch gedacht. Lasst uns einen Spaziergang machen und eine Kantine finden. Budget, 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 Budget. Und wieder zurück. Ihr habt keine Ahnung, wie man tanzt und eine Waffe hält. Ich kann euch das irgendwann mal zeigen. Wir sollten langsam Schluss machen für heute. Das müssen wir nicht. Ich bin mir sicher, der Einsatz kann warten. Hey, es war ja lustig, aber die Stimmung ist verflogen. Geht lieber, bevor ihr mich langweilt. Sie kann gut mit Menschen. Oder Chiss in dem Moment. Also, hier ist der Plan. Das ist eine Liste all meiner ehemaligen Partner, Bekanntschaften und so weiter, die vielleicht hinter mir her sind. Ich denke, ich kenne jeden, der ein Problem darstellen könnte. Wir kommen ihnen zuvor, schaffen sie aus der Welt und ich bin meine Sorgen los. Seid ihr dabei? Ist es wirklich nötig, all diese Leute auszuschalten? Wenn wir das nicht tun, werden sie mich jagen. Sie werden die Aufmerksamkeit auf mich lenken und eure Tarnung wird gefährdet. Es gibt 4 Ziele. Rawl, der Pirat, Yal, der Waffenhändler, Tatigal, der Kartenspieler und dieser Kopfgeldjäger, der aufgetaucht ist. Ich habe ihre Aufenthaltsorte, also müssen wir nichts weiter tun, als dort aufzutauchen und loszuballern. Ich töte niemanden, solange wir nicht alle Optionen ausgeschöpft haben. In Ordnung, dann eben auf eure Art. Ihr seid auch für keinen Spaß zu haben. Reise nach Hutter. Willkommen zurück. Ich habe gerade einen neuen Ernährungsplan zusammengestellt, der Ihnen gefallen sollte. Auf dem Weg nach Hutter! 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 Haben wir noch einen Hut da auf Hutter? Oh, hallo! Ja! Hey, Rawl, wie geht's deinem Arm? Ja.
Rawl. Kallio sagte mir, dass ihr euch schon lange kennt. Wir haben unser Geld verdient, indem wir Schiffe überfallen haben und du wolltest mir keinen größeren Anteil geben. Was hast du denn erwartet? Vergiss es. Wie auch immer, diesmal habe ich einen Freund dabei. Warte nur, bis du ihn in Aktion erlebst. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Pirat so rührselig sein kann. Glaubt mir, das wollt ihr gar nicht wissen. Jetzt wirklich alle durch, ne? Gut, die sind wahrscheinlich alle sehr nah in meinem Raumhafen, damit es nicht ganz so lange dauert, aber schon sehr umfangreich dafür, dass es eine Gefährtenquest ist, dass man jetzt so an alle vier Orte irgendwie muss. Ich freue mich schon auf die Planetenquests rein, dann können die ganzen Planeten auch nochmal abklappern. Hier treibt sich mein Waffenhändlerkumpel normalerweise rum. Folgt mir nur. Hey, Handlanger, wo steckt denn Yal? Ich werde ihm sagen, dass ihr hier seid. Das gibt's doch nicht. Kallio Janis. Ich hätte nie erwartet, dass ihr in meinem Laden auftaucht. Was ihr zu bieten habt, finde ich nirgendwo anders. Da habt ihr völlig recht. Sagt mal, habt ihr mein Geld dabei, damit ich keine Schläger mehr bezahlen muss, die euch auf den Leib rücken? Ich hatte gehört, dass ihr ihrem Charme erlegen seid, nicht ihren Credits. So habe ich es aber nicht ausgedrückt. Sie ist sehr attraktiv und geschickt. Aber ohne sie bin ich besser dran. Ihr vermutlich ebenfalls. Nachdem sie mich fast ein Jahr lang mit Ware versorgt hatte, beschloss Kallio, ein wenig zu mauscheln. Ich verlor eine beträchtliche Summe und wäre beinahe ins Gefängnis gewandert. Ich sagte doch, ihr solltet die Kanonen mit Peilsendern bestücken. Ich bin ein Geschäftsmann und ich mag sie. Wenn sie meine Verluste ersetzt, pfeife ich meine Hunde gern zurück. Dann darf sie auch ihr hübsches Gesicht behalten. Wie würde es euch als Geschäftsmann gefallen, auf der schwarzen Liste des Imperiums zu stehen? Nicht sonderlich gut. Andererseits zählen zu meinen Geschäftspartnern einflussreiche Leute. Ich bin sicher, dass einige darüber hinwegsehen würden. Tötet sie beide. Hä, ich habe doch aber gerade Geld verloren. Hier, hey. Das nervt mich jetzt. Dann nehme ich doch zum Wie würde es euch... Ne. Hey. Was muss ich zahlen, um die Sache aus der Welt zu schaffen? Meint ihr das ernst? Ich stelle mal eine Rechnung auf. Da, bitte sehr. Wenn ihr das begleicht, falle ich eurer Freundin nie wieder zur Last. Wenn ihr Kallio wirklich tot sehen wolltet, würdet ihr nicht so lange fackeln. Mag sein, aber was ich will, ist nicht immer das, was ich kriege. Tötet sie bald. Hä? Wieso gebe ich da manchmal Geld? Und trotzdem bringt's nix. Was? Okay, jetzt teilen wir es halt mal richtig. Ich habe das Geld.
Hier. Ach, das kostet nichts. Seid ihr sicher, dass ihr das für sie ausgeben wollt? Was the fuck? Ich könnte euch für 2/3 des Betrages ein maßgefertigtes Disruptorgewehr verkaufen. Ich denke, er hat sich entschieden. Natürlich. Es war eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Und es war eine Freude, euch wiederzusehen, Kallio. Wenn ihr wieder mal auf Talofan seid, meldet euch bei mir. Ich kann nicht glauben, dass ihr so viel ausgegeben habt. Für eine Frau wie euch ist kein Preis zu hoch. Heißt das, dass ihr nicht für mich töten würdet? Lasst euch für später lieber schon mal eine Ausrede einfallen. Jetzt liegen noch 2 Ziele vor uns. Sternstunden-Casino, okay. Ja, aber Schnellreise geht ja erst, wenn wir draußen sind, also Flughafen, Raumhafen. Ich überlege aber, ob wir hier vielleicht mal den Modus ein bisschen ändern und lieber am Ende der Folge noch mit Scorpio labern, weil wir die als letzte Gefährtin bekommen. Das heißt, die hat tendenziell die wenigsten. Und dann nächste Folge die mittleren Gefährten alle machen, weil das geht mir jetzt schon ziemlich lang und da kommt ja bestimmt noch ein bisschen. Wir sind ja schon bei über 30 Minuten. Also Kallio ist echt umfangreich. Ich meine, es ist cool gemacht, aber ich überlege halt nur gerade, wie die Folgen am besten gleichmäßig verteilt werden. Wäre eine gute Idee, glaube ich. Also dieser Kartenspieler. Ich will nur nicht weiter von seinen Leuten verfolgt werden. Sag dem Hutten, dass ich nichts gegen Fans habe, aber ich spiele nur für mich alleine. Hallo, Tar. Überraschung. Kallio? Kallio, ich freue mich so, dich zu sehen. Wen hast du da mitgebracht? Kallio und ich sind enge Vertraute. Ist das ein Problem? Mir gefällt euer Ton nicht. Hey, ich bin auch noch da. Was hast du dir nur dabei gedacht, nach mir suchen zu lassen? Schnüffler anzuheuern? Doc-Vorsteher zu bestechen? Ich wollte dich nur finden. Du hast mein Leben in ein Chaos verwandelt. Eine Menge Leute wollen mich tot sehen. Und wenn du mich findest, finden sie mich auch. Ich wollte nicht... Ich wollte nur, dass du zurückkommst. Ich will wieder mein Penthouse mit dir teilen, mein Geld. Ich will, dass du bei mir bleibst. Warum hast du mich verlassen, Kallio? Ich stelle hier die Fragen. Hör mir gut zu, du Wurm. Ich lasse mir von dir nicht mein Leben ruinieren. Also willst du mich umbringen, nur weil ich dich nie aufgegeben habe? Kallio hat ihre Entscheidung getroffen. Alles, was ihr jetzt tut, verletzt sie nur. Und euch. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Es tut mir leid. Natürlich tut es dir leid. Darum habe ich dich auch verlassen, Tar. Du bist langweilig. Gehen wir. Hoffentlich ist das nächste Ziel interessanter. Kallio hat sich echt viele Freunde gemacht, muss man schon sagen. Nur leider hat sie sie nicht behalten als Freund.
Ah, okay. Laut meinen Informationen ist das der letzte Ort, an dem unser Kopfgeldjäger gesehen worden ist. Die Rache. Dieser Versager will auch ein Stück von mir, nur weil das alle wollen. Wir zeigen ihm, was es heißt, gejagt zu werden. Seid ihr sicher, dass auf eure Informationen Verlass ist? Ziemlich sicher. Ich habe einem Rodianer viel Geld dafür gezahlt. Es scheint niemand da zu sein. Kein Problem, wir können warten. Ich glaube, wir haben was. Leo, du hast dich nicht verändert. Kenne ich euch? Das solltest du jedenfalls. Ona Quirrett, die Frau, die du auf Elysia zurückgelassen hast. Erinnerst du dich? Nicht möglich. Du machst Scherze. Es ist mir eine Ehre. Lass das. Ihr könnt gehen. Aber mit ihr habe ich noch eine Rechnung offen. Sie ist Senator Quirretts Tochter, ein reiches Gör. Ich habe ihr gezeigt, wie man auf eigenen Beinen steht. Du hast mich angestiftet, meinen Vater zu verlassen, Coruscant zu verlassen. Du hast neue Orte gesehen, die schwarze Sonne kennengelernt. Ihr Vater hat nicht mal ihre Konten gesperrt. Er dachte, ich sei entführt worden. Als du verschwunden bist, habe ich einen Monat lang nur geweint. Ich konnte nicht nach Hause. Aber auf Alderaan haben sie mir gezeigt, wie man sich duelliert. So wurde ich Kopfgeldjäger. Ihr habt euch verlassen gefühlt. Also habt ihr euch entschieden, eure ehemalige Partnerin zu töten. Ich werde sie nicht töten, wenn sie nicht kämpft. Ich schleife sie zurück nach Coruscant, damit ihr der Prozess gemacht wird. Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Ich kann sagen, Ona, das hätte ich dir nie zugetraut. Jetzt weißt du es besser. Nimm deine Waffen runter und ergib dich. Du kommst mit mir, tot oder lebendig. Von Rache besessen zu sein, führt zu nichts. Ihr wolltet euch vor Kallio beweisen und das habt ihr geschafft. Und jetzt lasst es gut sein. Du kannst deinen Entschluss jederzeit überdenken und mich ein andermal aufspüren. Verschwinde von hier. Das war köstlich. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch lebt. Na los, wir sind mit der Liste fertig. Das muss gefeiert werden. Seien Sie gegrüßt. Ich habe das Schiff während Ihrer Abwesenheit gründlich gereinigt. Sie können den Unterschied riechen. Gehen wir die Liste nochmal durch. Rawl? Erledigt. Yal? Erledigt. Tatigal? Erledigt. Die Rache? Erledigt. Wir zwei. Wir sind König und Königin der Galaxis. Sagt mir die Wahrheit. Können mir eure Ex-Partner auch nur ansatzweise das Wasser reichen? Jetzt nicht mehr. Alles ist wieder in bester Ordnung. Vergesst diese Verlierer. Vergesst von mir aus auch das Imperium. Wir beide haben eine Zukunft. Wenn es nicht so wäre, wäre ich ziemlich enttäuscht. Na los, suchen wir uns einen ruhigeren Ort und machen es uns bequem. Für heute haben wir genug geschossen. Das war vorerst genug. Ah, okay. Und fürs Protokoll, ich sage das auch nur einmal. Ich bin froh, dass ihr mir geholfen habt. Ohne euch wäre alles anders verlaufen.
Hey, ich mache mir etwas Sorgen wegen eurer Treffsicherheit. Der ganze schwere Technikkram zieht euch runter. Aber ich mache euch ein Angebot. Wir beide suchen uns ein Plätzchen zum Üben und wir arbeiten daran. Kostenlos. Ich habe etwas Zeit übrig. Mal sehen, was ihr mir zeigen könnt. Viel mehr, als ihr lernen wollt. Okay, so gut ihr auch seid. Eines Tages wird euch jemand von hinten erwischen, während ihr am Zielen seid. Vielleicht ja sogar ich. Das letzte Mal habe ich mich so gefühlt, als ich Anarchist auf Brandthal gespielt habe. Meine Ex-Partner sind weg und ich bin eine freie Frau. Das ist nicht das erste Mal, dass ihr Brandthal erwähnt. Was habt ihr da gemacht? Die komplette Anarchie-Freiheit-Zerstörungsnummer. Politik und Bomben. Jugendliche Naivität. Aber jetzt bin ich erwachsen. Jetzt brauche ich einen Plan. Ich könnte was richtig Großes anfangen. Mal was anderes als diese Spionagespielchen. Ihr könntet mitkommen. Ihr seid keine schlechte Gesellschaft. Und ich könnte eine Abwechslung vertragen. Ja? Wir beide reisen durch die Galaxis. Und unternehmen was. Wir machen irgendwo Ärger. Weiter bin ich noch nicht gekommen, aber ich gebe Bescheid. So sehe ich die Sache. Ihr steht jeden Morgen auf, trainiert, überprüft eure Ausrüstung, macht euch bereit. Ihr habt Übersichten und Diagramme auf den Augenlidern tätowiert. Ich bin schon froh, wenn ich nicht aus dem Bett krieche und auf den Boden sabbere. Wie kommt es, dass ich mit euch mithalte? Bin ich einfach so gut oder sind dreckige Kämpfe doch besser als Training? Glaubt mir, es sind nicht mein Training und meine Disziplin, die mich weiterbringen. Vielleicht, aber überzeugt bin ich noch nicht. Gebt es zu, wir sind ein gutes Team. Ihr mit eurem Schnickschnack und ich für das Grobe. Wir stolpern nicht mehr übereinander. Es hat eine Weile gedauert, aber zusammen sind wir eine ziemlich gut geölte Tötungsmaschine. Gebt uns noch ein paar Jahre, dann erledigen wir ganze Sternenkreuzer. Ihr bereitet den Schuss vor, ich drücke ab, Agent. Hallo, Kalio. Was ist los? Hey, also, ich habe nachgedacht. Bei dem ganzen Zeug, das ich euch von meiner Vergangenheit erzählt habe, haben wir jemals über die Brandthal-Anarchisten gesprochen? Ihr habt ihre Existenz erwähnt und dass ihr mit ihnen zusammengearbeitet habt. Keine Details. Dann kommt hier ein Leckerbissen. Wir waren die revolutionäre Vorsprungsbrigade. Die Zelle bestand so ziemlich aus mir und einem Dutzend anderer Kerle. Wir haben Holostationen in die Luft gejagt, Banken ausgeraubt, Politiker und Geschäftsbonzen entführt, jede Menge Schaden angerichtet. Also die RAF quasi. Kein großer Unterschied zum Adler und seinen Männern. Ja, aber die RSB hat sich mehr auf das große Geschäft konzentriert als auf das Imperium. Ich war eigentlich nicht wegen der Philosophie dabei. Aber es gibt Zeiten, da sehe ich mir an, für wen wir jetzt arbeiten. Und, also, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal einem Haufen Diktatoren helfen würde, versteht ihr? Das klingt, als hättet ihr daran geglaubt, was ihr getan habt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Tatsache ist, eigentlich bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe Geld, gute Gesellschaft, sogar eure Truppe wächst mir ans Herz. Heuchelei ist doch echt witzig. Wir sehen uns, Agent. Ich will nicht herumschnüffeln, aber ich habe einen Teil eurer Unterhaltung mitbekommen und ich frage mich, ist euch in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches an Kalijos Verhalten aufgefallen? Weniger Genörgel, bessere Laune, sonst nichts. Interessant, das hatte ich nicht bemerkt. Aber ich habe verschlüsselte Nachrichten bemerkt, die vom und zum Schiff gesendet wurden. Kalio hat Zugang zur Station und ich will nur alle Möglichkeiten abdecken. Sagt mir, wenn etwas passiert oder wenn ihr mehr über diese Übertragungen herausfindet. Natürlich. Ich liebe ein gutes Puzzle. Hört zu, es tut mir echt leid, euch das anzutun. Aber ihr müsst eine Weile ohne mich auskommen. Mhm. Es wird schnell gehen, aber ich brauche eine Auszeit, um etwas Persönliches zu regeln. Das kommt etwas plötzlich. Was ist los? Keine große Sache, nur was Privates. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich eure Abreise verpasse. Kalio, wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber ich wollte euch alles Gute wünschen.
Ich bin sicher, der Keucher und seine revolutionäre Vorsprungsbrigade werden euch mit Freuden wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich bin überrascht, dass ihr das zulasst. Denn zu erlauben, dass Kalio ihre alten Anarchistenfreunde trifft, muss gegen einige imperiale Regeln verstoßen. Ich bin offensichtlich nicht eingeweiht. Ich habe verschlüsselte Nachrichten verfolgt, die von diesem Schiff an den Anführer der Anarchisten auf Brental gingen. Das hört zu, es ist nicht, wie ihr denkt. Der Keucher hat sich gemeldet und sagte, er braucht Hilfe. Er hat nicht gesagt, wofür, aber ich schätze, die Sicherheit geht wieder hart gegen die Zelle vor. Dieser Mann leitet eure alte Anarchistengruppe? Er ist einer der Kerle, die sie gegründet haben. Er hat mir alles beigebracht. Meist hatte er es auf Firmen abgesehen, aber auch imperiales Eigentum war Beute für die RSB, nur nicht so bequem. Der Keucher war gut zu mir, also dachte ich, ich könnte ihm zur Hand gehen. Ich wollte nicht, dass jemand stirbt, ich wollte euch beschützen. Wenn ihr mir nicht traut, kommt mit und überwacht mich. Wir werden ihn irgendwie rausschlagen. Vielleicht überlebt er sogar. Ich kann selbst den Kontakt aufnehmen oder durch die Zitadelle gehen. Er will eure Hilfe nicht und er vertraut euch nicht. Ich muss das selbst machen. Sie könnte recht haben. Und wenn der Keucher sie erwartet, ist er ein Problem, um das man sich kümmern muss. Ich habe ja auch schon alle anderen getroffen, mit denen ihr je gearbeitet habt. Dann halt noch einer mehr. Ich nehme Kontakt zu ihm auf und vereinbare ein Treffen mit ihm. Dann überlasse ich euch wieder eure Arbeit. Alles ist bereit. Der Keucher wird uns beim Hutter Raumhafen treffen. Bitte, versucht das ohne einen Kampf über die Bühne zu bringen. Ich möchte keinen von euch verlieren. Hä, wieso kann ich mit ihr reden, obwohl ich nach Hutter muss? Hutter ist auch gar nicht markiert gerade. Obwohl ich angeblich dahin soll. Das ist alles verwirrend. Aber ich glaube, wir werden heute noch nicht mal mehr Scorpio malen. Die braucht alleine schon über eine Stunde. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe eh den November noch dafür eingeplant. Ende November wieder Stronghold-Tour und ab Dezember soll es dann mit den Planetenreihen losgehen. Von daher passt es doch. Denkt daran, wir wollen hier keinen Ärger machen. Wenn ihr unüberlegt handelt, macht ihr mich unglücklich. Kalio, von all euren Geschenken ist das wirklich das Schönste. Ein ehemaliger Agent des imperialen Geheimdienstes. Wundervoll. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Kalio verkauft Informationen an die revolutionäre Vorsprungsbrigade, schon seit sie sich dem Imperium angeschlossen hat. Was bitte soll das? Imperiale Sicherheitsdaten, Raumhafenentwürfe, die Namen einflussreicher Leute. Sehr nützliche Dinge. Aber jetzt hat sie sich selbst übertroffen. Ihr habt unsere Geheimnisse an Anarchisten verkauft? Es ist nicht so, wie es scheint. Das haben wir so nicht vereinbart. Es gibt keinen Grund, ein Geheimnis daraus zu machen. Eure Partnerin stirbt sowieso. Tod ist er uns von größerem Nutzen.
Seine Hände und Augen können uns an biometrischen Sicherheitsscans vorbeibringen. Hier wird niemand ausgeweidet. Dann tut es mir leid, wenn ich unsere Vereinbarung falsch verstanden habe. Aber diese Gelegenheit darf ich mir keinesfalls entgehen lassen. Sagt mir, was los ist. Sagt mir die Wahrheit. Verdammt sollt ihr sein, Agent. Und verdammt sollt ihr sein, Keucher, dass ihr es so weit habt kommen lassen. Keine Gnade. Hallo, ich will gut aussehen. Ihr enttäuscht mich, Kalio. Euch hat schon immer der Glaube gefehlt. Aber dass ihr mit dem Imperium zusammenarbeiten würdet... Ich wollte mich nicht für eine Seite entscheiden müssen. Also schön, ich habe ihm ein paar Geheimnisse verkauft. Er hat mehr gezahlt als ihr und es ist ja nicht so, als ob ich euch in Schwierigkeiten gebracht hätte. Wie lange arbeitet ihr zwei schon zusammen? Ich weiß nicht. Seit wir das erste Mal auf Drum und Kars waren. Ich habe ihm ein paar Sachen geschickt. Daraus wurde dann mehr. Ich habe nichts über die Mission verraten. Ich bin ja nicht dumm. Ihm ging es nur um Anschläge auf Raumhäfen und Überfälle auf Transportschiffe, nicht um Spionage oder Verschwörungen. Ich habe dieser Arbeit mein Leben verschrieben. Ihr könnt nicht länger imperiale Geheimnisse verkaufen. Ansonsten... Ihr solltet mittlerweile wissen, dass mir das Imperium egal ist. Im Gegensatz zu euch. Ich verlange ja gar nicht, dass ihr euch ändert. Aber wir sind Partner. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Selbst wenn euch das Imperium egal ist. Unsere Partnerschaft sollte euch nicht egal sein. Das ist sie auch nicht. Ich arbeite gerne mit euch zusammen. Nur ich... Ihr wisst ja, wie es ist. Ich werde es versuchen. Mal sehen, wie es läuft. Genau, das ist ja meine Überlegung gewesen, gerade auch wieder. Wir haben ja quasi die, wenn wir unser Finale bedenken, dass wir ja dann unabhängig geworden sind und uns ein bisschen vom Imperium abgewandt haben und den Kodex quasi für uns benutzt haben, passt es ja eigentlich sehr gut, dass uns das Imperium eigentlich scheißegal ist, ob die Ehrlichkeit fehlt halt in dem Punkt und das nervt. Verdammt, wisst ihr, welcher Tag heute ist? Heute ist der Tag, an dem ich länger mit euch zusammenarbeite als mit allen anderen meiner Ex-Partner. Sagt jetzt nicht, ihr hättet die Gelegenheit zum Abhauen verpasst. Normalerweise ist das der Punkt, an dem ich aussteige und mir was Neues suche. Aber ihr habt mich so wahnsinnig aus der Übung gebracht, dass es die Mühe nicht wert ist. Also schlage ich euch was vor. Ich bleibe bei euch und ihr sorgt für mein Wohlbefinden. Damit könnte ich leben. Ich muss mich also für immer um euch und eure Launen kümmern. So ziemlich. Freut ihr euch? Ich sag euch was. Ich mache uns das Leben ab jetzt einfacher. Euch kann ich nichts mehr beibringen, aber wenn mal jemand Neues kommt, dann zeige ich ihnen die alten Bluttraditionen von Ratatak und vielleicht, wie man rhodianisches Bier runterkriegt, ohne zu kotzen. Ihr riecht nach Schweiß und Plasmaverbrennungen. Das gefällt mir. Wie viel Zeit bleibt uns? Ihr wisst schon, bevor die Pflicht ruft, die Welt untergeht und all das. Ich kann uns etwas gemeinsame Zeit verschaffen, wenn ihr das wollt. Ja, das will ich. Ihr habt hart gearbeitet. Ich habe hart gearbeitet. Wir sind beide etwas angespannt. Ich dachte, dass wir uns vielleicht vom Schiff schleichen und euren Geburtstag feiern könnten. Was schwebt euch vor? Ein Abendessen? Was trinken gehen? Tanzen? Ja, sowas in der Art. Das könnte eine tolle Nacht für euch werden, Agent. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon einen Grund zum Feiern finden. Und jetzt sagt mir, dass ich das Beste bin, was euch je in diesem Beruf passiert ist. Was hättet ihr getan, wenn ich euch Blumen geschenkt hätte? Mir einen Mann gesucht,
Aber jetzt bin ich wirklich geschafft. Mein Abzugsfinger juckt schon wieder. Ihr wolltet mich sprechen? Hey, ihr seht gut aus. Können wir das verschieben? Ich habe gerade zu tun. Sollte ich darüber Bescheid wissen? Nein, alles ist in Ordnung. Jetzt geht es schon wieder Kalio, los. Warum gehen wir nicht wieder zu mir? Da ist es viel gemütlicher als... Oh! Raus hier, Devin. Ich heiße Dippen. Raus! Kein Grund zur Eile, Dippen. Schön, euch kennenzulernen. Freut mich auch. Hört zu, sie hat gesagt, es wäre ihr Schiff. Ich will keine Probleme verursachen, also gehe ich am besten einfach. Tut mir leid, er ist nur irgendein Kerl. Ein Dockarbeiter, glaube ich. Wir haben uns neulich abends kennengelernt, hatten ein paar Drinks und dann ist er mitgekommen. Wirklich keine große Sache. Ihr trefft euch hinter meinem Rücken mit anderen Männern? Anders geht es ja nicht. Würde ich es vor euren Augen machen, würdet ihr genauso reagieren. Wenn ihr ein Problem habt, werdet damit fertig. Ich schulde euch nichts. Vielleicht schuldet ihr mir nichts, aber ich dachte, da wäre was zwischen uns. Ihr scheint mir sagen zu wollen, dass ich mich irre. Das habe ich nicht gesagt. Und jetzt macht nicht so ein Gesicht. Hört zu, ich habe Kopfschmerzen und brauche eine Dusche. Reden wir später weiter. Ich möchte euch was fragen, Agent. Ihr kommt viel rum und hattet schon jede Menge Frauen. Ich weiß, das bringt der Beruf mit sich, aber hat euch das je was bedeutet? Es ist der Beruf, wie ihr schon sagtet. Ich setze jedes Mittel ein, um unsere Probleme zu lösen. Genau. Ich bin wie ihr, wisst ihr? Ihr nehmt euch von anderen einfach, was ihr braucht und lasst sie dann links liegen. Und wenn es mal anders läuft, dann werde ich irgendwie unsicher. Unsere Beziehung macht euch also Angst? Ein wenig schon. Hört zu, ich mag euch ja. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Und ich kapiere auch nicht, wieso ihr bei mir bleibt. Also seid nicht überrascht, wenn ich das hier in den Sand setze. Ihr sprecht von dem Kerl, den ihr an Bord gebracht habt. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich denke nicht mehr darüber nach. Ich muss den Frachtraum überprüfen. Wenn ihr mitkommen wollt, toll. Aber wir werden nicht reden. Verstanden? Wisst ihr was? Gestern Nacht sitze ich so in der Kantine und dieser Devaronianer spendiert mir einen Drink und will tanzen. Da habe ich angefangen nachzudenken. Wir beide sind doch ziemlich gut zusammen, stimmt's? Das bedeutet also, ich sollte euch eigentlich treu sein. Wenn euch ein Fremder einen Drink anbietet, dürft ihr den natürlich annehmen. Das sagt ihr jetzt. Und dann werden die Blaster gezogen. Ich schätze, ich brauche die Versuchung nicht. Aber die Männer werden nicht aufhören, mich zu umschwärmen. Es muss sich also was ändern. Die erste Möglichkeit ist, ich lasse euch fallen und treffe mich mit allen Männern, die ich will. Einfach. Und die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit ist, ich finde eine bessere Entschuldigung, um diese Versager loszuwerden. Etwas, womit ich vor ihrem Gesicht rumwedeln kann. Also, besorgt ihr mir jetzt einen Ehering oder was? Kalio, wollt ihr mich wirklich heiraten? Ich hänge sowieso hier rum. Und wie ich schon sagte, es wäre doch praktisch. Also, was sagt ihr? Ich will drei Worte hören, die ihr noch nie benutzt habt. Im Ernst? Nein, ihr macht Witze. Wir können das auch abblasen. Also gut, ich liebe euch. Aber wenn ihr irgendwem davon erzählt, beiß ich euch die Zunge ab. Ich liebe euch auch, Kalio. Das sind gute Aussichten, Agent. Ihr beide. Okay. Das war echt lang mit Kalio.
genau eine Stunde. Ich habe gerade die Treibstoff. Ich würde wirklich vorschlagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Weil jetzt wird es einfach zu lang dann. Und schauen wir, vielleicht machen wir dann noch zwei Folgen mit jeweils zwei Gefährten. Ich glaube, das klingt ganz gut. Haben wir drei Folgen, alle fünf Gefährten durch. Ich glaube, die beim Agenten sind alle ein bisschen umfangreicher, weil auch die ganze Story ja umfangreicher war. Wir waren ja immer perplex, wie viel eigentlich zwischen den Akten und so passiert. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut und ist einfach nur, fügt sich nur ins Gesamtbild ein, sozusagen. Also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Eine schöne, Kalio-zentrierte Folge hatten wir damit am Ende. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Gefährten oder den nächsten Gefährten, die uns ihre Lebensgeschichte erzählen können. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.